Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Professor Felix Tretter heute unser Gast ist. Seine aktuelle Publikation Wissensgesellschaft im Krisenstress ist heute ein Thema dieses Vortrages und sehr zu empfehlen ist es 2022 herausgekommen. Herr Kollege Tretter, Sie waren ja in der Evolution auf vielen Schichten unterwegs und sind auf vielen Schichten unterwegs. Ein spannendes Thema, das derzeit auch, wenn man so die Gesellschaft anschaut, ein Problem des Wachstums ist. Quantitativ auf alle Fälle breitet sich diese Frage, mit der Sie sich ja viele Jahre beschäftigt haben, deutlich in der Gesellschaft aus. Darf ich Sie bitten, den Vortrag zu beginnen? Ja, lieber Herr Knoflacher, herzlichen Dank für die Einladung und geben Sie es bitte weiter an Herrn Frey. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie jetzt hier diesem Vortrag zuhören wollen und sich natürlich dann bei der Diskussion hoffentlich auch beteiligen werden. Ich muss nur kurz persönlich sagen, also ich habe den Herrn Frey bei einer medizinischen Veranstaltung getroffen. Und es war eine so tolle Diskussion und ich habe ihn dann eingeladen als Referent bei der Deutschen Gesellschaft für Humanökologie. Und es war, da war auch die Christine von Weizsäcker und Lene Lies Kruse dabei, die bei uns im wissenschaftlichen Beirat sind und die waren schlichtweg begeistert von seinem Input. Also in dem Sinn, wenn Sie es ihm weitergeben und Sie sollen wissen, dass das bei uns sehr gut angekommen ist. Gut, ich versuche, Sie können mich gern unterbrechen, Fragen, also Fragen, keine Diskussion zunächst mal. Beim letzten Mal war das sehr diskursiv, was an und für sich ganz gut ist. Aber, so, okay, also Wissenschaft und Gesellschaft im Krisenstress. Ein Buchexemplar zur Ansicht habe ich draußen vorne liegen. Und die Frage ist halt, inwieweit eine systemisch gedachte Humanökologie hier eine Hilfe sein kann. Und ja, dann gehen wir los. Also worüber will ich reden? Über diese multidisziplinäre Wissenschaft. Sie haben ja schon gehört, ich habe auf drei Fakultäten promoviert. Also nicht jetzt Tierarzt gemacht, dann Zahnarzt und dann Humanmedizin. Also das ist eine ziemlich homogene Schiene, aber auch sicher sehr bemerkenswert. Aber drei Fakultäten ist gleich drei Kulturen. Ja? Und das habe ich jetzt so irgendwie in meinen Kopf drinnen, aber ich kriege es auch nicht ganz gut auf die Reihe. Und die große Frage ist die Möglichkeit der Wissensintegration. Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme jetzt zum Beispiel nach Corona oder auch während Corona, dass Polarisierungen eingetreten sind und Streite, wer ist jetzt Experte, also HIV-Experten sind keine Experten für Coronavirus, war die Diskussion in Deutschland. Ich beziehe mich übrigens hauptsächlich auf Deutschland, weil ich lange in München gelebt habe. Das Zweite ist, um das ein bisschen zu vertiefen, und die meisten von Ihnen haben irgendeine akademische Ausbildung, nehme ich an, geht es darum, um die Frage, wie kann man Wissenschaft und spezielle Disziplinen charakterisieren. Das möchte ich so ein bisschen hier vertiefen. Und dann würde ich vorschlagen, auf dieser Basis, dass man sich mit den Gedanken auseinandersetzt, was kann eine systemisch gedachte Humanökologie hier leisten. Beispiele, die Suchtproblematik ist schon angesprochen worden vom Herrn Knoflacher und natürlich die Corona-Forschung. Ich habe natürlich wesentlich mehr vorbereitet, ist mir halt passiert, wie nicht selten. Aber wir werden das schon irgendwie wohl dosieren, nehme ich an. Vorbemerkung zunächst, was ich mal sagen muss, ich werde nicht die Gendersprache verwenden, weil ich sowieso schon so abstrakt rede und schnell rede, dass ich mich dann erstens verhaspel und so weiter. Das soll aber dann trotzdem nicht so gewertet werden, dass ich die Genderdiversität nicht berücksichtige, sondern im Gegenteil, ich habe in meinem ärztlichen Dasein natürlich sehr viele problematische Schicksale da kennengelernt. Und ja, wünsche das halt, dass es akzeptiert wird. Zweite Vorbemerkung, Conflicts of Interest habe ich keine. Ich habe keine monetären Verflechtungen oder irgendwie mit dieser
mit diesem Vortrag. Das hat übrigens bei Corona total gefehlt, dass die Leute, die hier, also jetzt meine ich hier immer Deutschland, ja, oder deutsch-österreichischer Sprachraum, Kulturraum, Denkraum, Forschungsraum, dass hier dargelegt wurde, wer hat vom Pfizer welche Gelder gekriegt und so weiter. Das ist eigentlich Standard in Deutschland, dass sie bei der ersten Folie genau das sagen müssen, die ganzen Pharmafirmen, mit denen sie kooperieren. Bei mir ist das eben nicht der Fall. So, also ich werde über dieses Buch ein bisschen reden, also über diese Wissensgesellschaft im Krisenstress und möchte auf etwas hinaus, weil ich möchte ja konstruktiv sein. Ich werde kritisch sein, aber konstruktiv. Mein Appell ist, und vielleicht kann natürlich Club of Vienna wäre so ein Beispiel, wenn ich sehe, Verein zur Förderung interdisziplinärer Forschung für Wien. Super, ja. Also das ist genau das, was ich in Deutschland jetzt, also in München, gemacht habe. Ich habe gegründet eine Bayerische Akademie für Suchtfragen in Forschung und Praxis, war der Untertitel. Und das heißt, ich habe, und zwar 1998 im Zuge einer Opiatkrise, wo junge Leute in München gestorben sind, wie die Fliegen auf Deutsch gesagt. Und da haben wir dann mit dem Staatsministerium zusammen, also Gesundheitsministerium plus, Justizministerium plus, Innenministerium und so weiter, da war wirklich eine Kohärenz, dass alle gesagt haben, das kann nicht sein. Und auf dieser Welle sozusagen konnte ich dann diese als transdisziplinäre Institution zu sehende Einrichtung mit aufbauen, natürlich mit anderen, aber ich war halt so der Treiber. So, zunächst zur Einführung. Welche Wege gibt es zur notwendigen Wissensintegration? Sie kennen alle dieses Elefantenbeispiel, also wo mehrere Blinde halt dann Teile von den Elefanten ertasten und dann sagen, es handelt sich um eine Schlange, um eine Säule, um ein Blatt und so weiter, je nachdem, wo sie waren. Bei der Sucht war es eben auch so, dass die mathematische Epidemiologie, die gibt es ja bei uns auch in der Suchtforschung, das ist ganz klar, gesagt wurde, es ist eine Pandemie deswegen, weil es natürlich interkontinentale Opiatströme gibt, von Afghanistan ausgehend und so weiter, die verschiedenen Ströme oder Kokain halt, das von Südamerika also zu uns auch kommt. Und das ist ein Thema, wie ich heute im Radio gehört habe, also die Drogen, ja, also ist ein Thema jetzt auch in Österreich. Da haben Psychiatrie gesagt, es ist eine Gehirnkrankheit, ja. Oder die Genetik sagt, es ist genetisch bedingt, die Sucht. Ja? Also präziser gesagt, vom Konsum zur Sucht. Wer treibt den Übergang? Ja? Weil es gibt ja Leute, die das Leben lang moderat Alkohol konsumieren und 90 Jahre alt werden. Auch der Helmut Schmidt, der Ex-Bundeskanzler in Deutschland, ist ja über 90 geworden und war praktisch Kettenraucher. Das darf man aber jetzt nicht umdrehen und sagen, okay, das stimmt alles nicht, die Statistiken, aber es gibt halt individuelle Fälle, die dann diese Regeln bestätigen als Ausreißer sozusagen. Gut, oder ist psychisch bedingt, sagen Psychologen, aufgrund von Traumatisierung in der Kindheit oder eben Pharmakologen, und das ist mir, ich tue das immer gelb hervorheben, wo ich glaube, da sollte man im Fokus hin, Achtung, ja, es liegt an der Droge. Und da gab es ja jahrelange, wir haben ja Toxikologen und alles Mögliche dabei gehabt, da gab es ja jahrelange Diskussionen, dass man aus der Struktur, aus der chemischen Struktur der Droge ihr Suchtpotenzial ableiten könne. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja? Aber es wurde sozusagen immer das Drogenverbot. Ja? Also Gottes Willen, und Cannabis ist eine Teufelsdroge. Also wenn ich den Satz jetzt sage, sage ich nicht indirekt, es ist keine Teufelsdroge. Also höchstens mit dem Teufel habe ich vielleicht ein Problem. Also es ist sicher kritisch zu sehen. Aber diese monofokale Sicht, ja, dass einer sagt und dann Opinion Leader wird, für die Regierung zum Beispiel, also ich habe da, also Strauß habe ich nicht miterlebt, aber Seehofer habe ich, natürlich musste ich mit allen möglichen politischen Krampfen da zu tun haben, Herrn Söder natürlich auch und so, also die Gesundheitsminister und Ministerpräsidenten, ja, und die haben natürlich dann immer gesagt, die Drogen, und wenn die Drogen verboten sind, ist alles vorbei, nicht? Dann haben wir das im Griff, ja, Stecke, ja. Also gut, Sie haben das verstanden. Soziologen sagen, es liegt an der Gesellschaft. So, wenn man das jetzt disziplinär auffächert, genauer, dann sehen Sie hier, also philosophische Aspekte der Sucht gibt es so gut wie gar nicht. Da habe ich mich immer bemüht drum. Gibt es wenig Leute, die anthropologisch-philosophische Aspekte der Sucht, sozusagen im Sinne von, das ist etwas Inhärentes, der Mensch hat ein Suchtpotenzial,
weil er Sehnsüchte hat, wobei dann diese Wortähnlichkeit damit nicht ganz gut das abdeckt, aber okay. Epidemiologie, Medizin, Psychiatrie, Pharmakologie, Medizin und Psychiatrie gehört zusammen. Psychiatrie ist ein Spezialfach innerhalb der Medizin, aber sie hat eine besondere Rolle, weil sie in der Versorgung natürlich qualifiziert ist im Vergleich zur inneren Medizin, die in der Regel rein auf der somatischen Ebene bleibt. Pharmakologie, Neurobiologie hat natürlich einen großen Aufschwung bekommen über Tierexperimente, wo dann also Drogeneffekte studiert worden sind und dann Psychologie, Sozialpädagogik, natürlich ein praktisches Fach, das sehr wichtig ist in der Versorgung der Suchtkranken. Und jetzt hier, also gut, Ökonomik, Rechtswissenschaften ist ganz klar, also ist es legal, ist es illegal, welche Konsequenzen haben die Jugendlichen dann zum Beispiel da für ihr ganzes Leben zu tragen und natürlich die Selbsthilfegruppen. Das ist ein Wissenspool, von dem wir nachweislich ideengeschichtlich in der Sucht, zum Beispiel Jack London hat zwar nicht eine Selbsthilfegruppe gegründet, selber so um 1910 oder so, die kamen ja so um 40, 30, so irgendwie kamen die auf, aber die Phänomenologie der Sucht, wie es einem geht, wenn man süchtig ist, das war für die Forschung eigentlich Material, ja. Und okay, also gut, wir haben mit diesem Kontext wir haben immer versucht, diese verschiedenen Disziplinen einzuladen, wenn es geht immer 3 oder 4 bei großen Suchtforen, wo 800 Leute waren. Okay, gut, also das war diese Bayerische Akademie für Suchtfragen. Dann können wir das jetzt übertragen auf Corona? Ja, sage ich, ohne da besonders ins Detail zu gehen. Wir hätten wieder einen Fächerkanon, der Public Health zum Beispiel, der zu Wort kommen müsste, der Politikberatung machen müsste, aber wenig sozusagen zu Wort kam. Was ein bisschen an dem Fach selber liegt, obwohl es in Deutschland, in Hannover zum Beispiel sehr gute Schule gibt, auch in Berlin und inzwischen auch in München. Soziologie war kaum beteiligt, also ist nicht beteiligt worden, es liegt nicht mehr an den Soziologen. Psychologen auch, wir wissen jetzt von den Kollateralschäden bei jungen Leuten und so weiter, von bestimmten Maßnahmen, von restriktiven Maßnahmen, aber die Mikrobiologie in Form der Virologie hat natürlich dominant hier gesagt, was los ist. Analog zu dem, wenn ein Pharmakologe sagt, es ist eine neue Droge da im Feld, ja, und wir untersuchen die Droge chemisch, pharmakologisch und können daraus ihr Gefährdungs- oder Gefahrenpotenzial ableiten. Und das ist da hier eigentlich genau genommen auch nicht möglich, aber ich will nicht in die Fachdiskussion hinein, sondern ich möchte ein bisschen auf der Metaebene bleiben. Dann die klinische Medizin hat ziemlich so gut gefehlt, außer aus Gründen der Legitimation der Verfahren. Ja? Also das sogar in Gottes Willen und furchtbar und so weiter. Wobei ich mit dieser Aussage das wieder nicht verniedlichen will, ja, die Probleme von Corona. Epidemiologie. Aber eben interessanterweise Mathematik und Physik. Also das waren eigentlich die dominanten Erklärer, wie eine Pandemie funktioniert. Eine Pandemie ist aber ein soziales Phänomen. Das heißt, es sind Menschen, und zwar Kollektive, die miteinander interagieren und die also sich nicht wie Billardkugeln verhalten oder gar wie eine Zeitreihe einfach so, ja, die einfach ein Zahlenspiel und so weiter und so fort. Und was interessant ist, im Sommer 2020 gab es bereits sogenannte Long-Covid-Fälle oder Post-Covid-Fälle, also Leute, die noch nach mehreren Wochen eine schwerwiegende Symptomatik mit Müdigkeit und so, Sie kennen das alles jetzt aus der Debatte, die es schon gab. Der Punkt, den ich machen will, ist, warum hat sich niemand mit denen beschäftigt? Ich war voriges Jahr im Sommer in München, die ein wieder millionenschweres Forschungsprojekt kriegen zu Long-Covid. Und wo ich dann gesagt habe, hallo, habt ihr da die Selbsthilfegruppen dabei? Interessant. Also das heißt, wie es den Patienten geht, interessiert nicht einmal die Psychiatrie. Also das finde ich schon furchtbar. Humanmedizin ist gleich Tiermedizin im 21. Jahrhundert. Also okay, also das ist sozusagen eine Plausibilitätsschablone, wo man sagt, eigentlich könnte man mit dem Muster auch eine Akademie für Gesundheitsfragen, weil die kommen ja weiter auf uns zu, die nächste Pandemie kommt sowieso, wie viele zu wissen glauben. Und ich vermute auch, dass da wieder Anlass sein wird, hier aus dem Wissensrepertoire, das angesammelt worden ist bei Corona, dass da was weitergeht. Okay,
Ich kenne den Knaben, das waren diese Physikatroika, die Frau Merkel insbesondere sehr präferiert hat, weil sie selber Physikerin ist. Und der Kollege Michael Meyer-Hermann war bei uns, also am Bertha-Lampe-Center, Wolfram Weckert kennt ihn auch, und wir haben sogar gemeinsame Publikation gemacht. Und ich habe ein bisschen persönlichen Kontakt mit ihm, und wie er mir gesagt hat, wie das dann gelaufen ist, dass er da einberufen worden ist, das war schön, das war interessant, und ich muss aber sagen, dass ich ihn jetzt so quasi nicht mehr so richtig erkennen kann. Also die Funktion als Experte für die Bundesregierung tätig zu sein in einer Corona-Kommission, ist ein wahnsinniger psychosozialer Stress. Da verpickt man sich, ob man will oder nicht. Und das ist ja die Psychologie der Experten in solchen Situationen, ist natürlich ein eigenes Thema. Aber da ist die Frau Bresemann, die also eben vom Spiegel, von der Frau von, Predo, die Wissenschaftsjournalistin, dort das mehr oder weniger das Ressort leitet, wurde sehr hervorgehoben. Und dann halt der Herr Brockmann, der eigentlich auch, also alle sind keine Mediziner. Und der Meyer-Hermann noch am ehesten, weil er da also mit immunologischen Fragen und Modellierungen beschäftigt war. Nun haben die dummerweise bei der Anne Will irgendwo im Anfang Dezember 21 so quasi gesagt, also leider er auch, am besten zu Hause bleiben und Masken aufsetzen, Weihnachten 21 auf 22. Ja. Und die Bild-Zeitung hat das dann gleich irgendwie aufgegriffen, natürlich überhöht, wie sie das natürlich immer macht, und hat dann so quasi gesagt, was aber auch stimmt, dass für Ungeimpfte der Zutritt komplett verboten ist, also in Lokalen zum Beispiel. Ja. Es gibt aber keine Studie beispielsweise für Wien jetzt umgemünzt, die nachweist, dass bei Besuchern ein Wiener Kaffeehaus, was ist das, Eiles oder Museumscafé oder was ich was, ein Hotspot war, wo die Leute sozusagen Viren emittiert haben und dann plötzlich alle, also ja, also es gibt es nicht. Empirische Studie, also bin dankbar, wenn mir die jemand zeigt, haben aber nicht gefunden. Ja? Und diese ganzen Missverständnisse, was Geimpfte alles können und nicht können und so bezüglich der Epidemie-Dynamik, das lasse ich jetzt auch mal stehen. Der Hauptpunkt ist, drei Physiker sagen, wie es lang geht, ja? Wie sich das alles entwickelt und so weiter. Kein Infektionsepidemiologe, wie jetzt erst in den letzten Monaten eigentlich in Deutschland, also sprich 22, 23 ungefähr, der Klaus Stöhr, der bei der WHO gearbeitet hat und so weiter, der wirklich auch Ebola-Epidemie gemanagt hat, also nicht nur verstanden hat, wie man das misst, also sozusagen am Puls der Epidemie, sondern auch Maßnahmen und deren Wohldosierung eben auch abschätzen konnte. Also leider nicht gewesen. Wenn man sich jetzt, und das ist so eine wichtige persönliche Botschaft, wenn man sich die Medizin als Gebäude von verschiedenen Disziplinen vorstellt und dann fangen Sie an, Medizin studieren, dann sehen Sie, dass hier unten Physik, Biologie, Chemie und oben sozusagen im Dachstuhl des Hauses Statistik und Mathematik gelernt wird, geprüft wird. Ja? Und das sind natürlich essentielle Fächer für die Medizin, aber es sind Hilfsfächer. Weil dieses rot hervorgehobene Gebiet, das ist eben die klinische Medizin. Das ist das, was im Krankenhaus und in der Praxis relevant ist. Das ist die innere Medizin, das ist die Neurologie, die Chirurgie und natürlich die Allgemeinmedizin, die leider ein bisschen institutionell ein schwieriges Dasein hat. Sie muss ja das Wissen integrieren, von dem ich gerade geredet habe. Und das ist kein leichter Job. Aber der theoretische Träger von dem Wissen, was sozusagen die Krankheiten und was Gesundheit eigentlich ausmacht, das ist die Pathologie. Wenn Sie sich aber anschauen würden, was auf den Lehrstühlen jetzt alles für Besetzungen laufen, ich war natürlich in der Münchner Medizinischen Fakultät auch bei Lehrstuhlbesetzungen hin und wieder dabei. Die Kriterien waren halt, warst du in Harvard und hast du da irgendwo Biochemie gemacht? Wunderbar, passt schon, alles andere ausgestochen. Ich weiß nicht, ist jemand von Ihnen aus der Medizinerbranche? Ah ja, schön. Es gab einen fantastischen Pathologen, der Herr Sandritter in Freiburg.
Und diese Lehrbücher, die vermisse ich so. Also, dass man nicht nur die molekulare Pathologie anschaut, das ist natürlich notwendig und sinnvoll, wenn wir die Technik haben, ist ja klar. Aber ich werde dann von noch reden. Aber sich in der molekularen Welt zu verlieren, ohne zu berücksichtigen, dass da hier der Organismus eben das Gesamtsystem ist, das eben auch über die Physiologie adäquat beschrieben wird, also diese Zooming in und Zooming out, diese sozusagen Doppelstrategie beim Verstehen von Pathologie, von Krankheitsprozessen, das ist aus den Universitäten praktisch raus. Also der Reduktionismus, der läuft. Und eigentlich hätte die Pathologie diese Funktion, also quasi theoretisch die Krankheiten und Gesundheit natürlich auch zu erklären. Was passiert ist halt, dass die Statistiker und Mathematiker zu Corona sich stark geäußert haben, eine sehr schwach entwickelte Epidemiologie. Der einzige Sozialepidemiologe, den ich kannte, der ist leider 2021 gestorben an Pankreaskrebs, war ein junger Nachwuchsmann beim Robert-Koch-Institut, das war ja unser heiliges Institut, das uns gesagt hat, wie das mit Corona weitergeht. Und ich hatte mit ihm persönlichen Kontakt über die Sucht auch, und das war wirklich ein toller Mensch, und ich bin so traurig, dass der verstorben ist. Also es gibt Sozialepidemiologen, die wirklich ausgewiesen sind, die mit Amerika mitspielen können, relativ wenig meiner Einschätzung nach. So, also das wäre, wo man die Aussage ist, die Kernbereiche der Medizin kamen kaum zu Wort. Sie haben aber auch intern Defizite, weil die Pathologie in ihrer zentralen Rolle eigentlich institutionell nicht richtig konfiguriert ist. Und so schaut aber dann noch die ganze Medizin aus, wenn man dann halt schaut, zum Beispiel Pädiatrie, Geriatrie kam relativ selten zu Wort, war eher so kommentarhaft. Ja, also, ja, was sagen Sie? Und natürlich haben die Medien immer selektioniert. Ist das irgendwie konform, ja oder nein? Ja, und wer halt ein bisschen sagt, naja, aber wir wissen nicht genau, bumm, Schwurbler, tschüss, weg, kommt auf die schwarze Liste, wird nicht mehr interviewt. Also da gibt es viele Fallstudien, also Dutzende. Ähnliches auch in Fachjournalen. Also das war auch, also da könnt ihr ganze Geschichten erzählen. Aber was Sie hier sehen, ist, das ist der Kernbereich der Medizin. Und die HNOler zum Beispiel, meistens fangen ja die Erkältungskrankheiten oder die Erkrankungen von den oberen Atemwegen oder von Atemwegen überhaupt erst einmal Nase, Rachen an. Es gibt keine Untersuchung, wo man sagt, sind Leute, die tonsillektomiert worden sind, haben die ein höheres Risiko der Progression dieses Virus oder nicht? Ganz einfache Frage, weil keiner mehr da irgendwo hingreift oder hineinschaut von den Ärzten. Ja? Sagen Maschine, Doppler oder Röntgen und so weiter. Und dann tun wir heute Befunde zusammensammeln und basteln uns irgendein Bild auf der Datenebene, aber nicht auf der wirklichen Beobachtungsebene. Und das verlieren wir immer mehr. Also medizinische Kultur. So, okay, also das ist jetzt klar, dass hier Randfächer. Und ich muss noch etwas ganz klar sagen. Ich habe in der Hirnforschung, da war ich ja einige Jahre tätig, mit Physikern, ich habe einen lebenslangen Kontakt mit Physikern und ich schätze die und ich ehre die. Und ich habe da hier in Wien auch ein bisschen Physik studiert, aber da war da so wie irgendwie die Atomkraft wird gekillt oder irgendwas. Und dann haben wir gesagt, ja gut, was, so besonders begabt bin ich nicht, was Physik betrifft und Mathematik. Und haben gedacht, keine Zukunft und so. Und dann kam es aber dann dazu, dass ich dann mit Physikern halt zusammengearbeitet habe. Da waren noch zwei Nobelpreisträger, die waren in unserem Labor drinnen. Also damit will ich nur sagen, ich ehre die Physiker und drinnen natürlich, ist klar. Aber die Hauptbotschaft von mir ist, wenn ich krank bin, gehe ich nicht zu einem Physiker, sondern gehe ich zum Arzt. Wenn bei mir irgendwo, sagen wir, die elektronische Anlage nicht mehr funktioniert, dann würde ich vielleicht einen Physiker fragen, aber nicht einen Arzt. Ja, also es ist der Gegenstand und meine Methodenkompetenz bezüglich des Gegenstandes, die meine Qualität als Experte definiert. Ja, und das ist völlig verlassen worden. Okay, und was ist so die Botschaft von dem ersten Block, den ich Ihnen vermitteln will? Wir bräuchten eine Akademie für Wissensintegration. Sie haben ja gesehen, die Diversität, Sie kennen das alles als Patient. Ja? Sie gehen irgendwo hin, der Allgemeinarzt, ja, müssen wir zum Internisten schicken, ja, müssen wir dann zum Neurologen schicken. So Wartezeiten endlos. Und es gibt wenig Leute, die
trainiert sind, und es ist schwierig, die Synopse zu machen. Also Wissensintegration jetzt generell ein großes Problem der Gegenwartsgesellschaft. Hyperspezialisiert bei mangelhafter Integration. Ja? Und das haut natürlich bei jedem Thema alle durcheinander. Das heißt, es entsteht eine Polarisierung der Gesellschaft und damit auch eine Entdemokratisierung, weil die Leute sich ja irgendwann mal befetzen. Ja? Also das ist zumindest meine persönliche These. Und Wissen ist eine wichtige Orientierungsfunktion oder hat eine Orientierungsfunktion fürs alltägliche Handeln. Wie ernähre ich mich, wie verhalte ich mich im Verkehr und so weiter und so fort. Also Wissensintegration mit all den Widersprüchen, die jetzt auftauchen, muss geleistet werden. Und wenn die nicht geleistet wird, dann kann die Politik nicht besser sein, wenn sie Evidence-Based Politics macht. Ja? Weil wenn die Evidenz sozusagen völlig fragmentiert ist und die Leute sich jetzt von den Disziplinen her widersprechen, dann wird es für jeden Politiker, der auch gut meinend ist, wird es dann sehr schwierig werden. Also gut, und natürlich immer wieder Selbsthilfegruppen, Praktiker. Und das ist ein Merkmal von Transdisziplinarität, wo eben die Laien, die sogenannten aber Problembetroffenen, die Stakeholder, wie es so schön heißt, eben mit integriert werden in den Problemdefinitionsprozess und in den Problemlöseprozess. Ja? Das ist sehr schwierig, da brauchst du besondere Skills, aber die kann man unter anderem eben auch hier bei der Sozialökologie Fischer, Kowalski, Haberl und folgende eben auch lernen mit praktischen Beispielen. So, gut, also das war so diese Botschaft. Haben Sie dazu irgendwie kurze Fragen? Ich bin ein bisschen schnell unterwegs, ich habe kein Kokain genommen. Das habe ich sozusagen im Blut. Wenn ich jetzt, bin ja Kärntner, Geborener. Gut, also, dann, wenn jetzt keine Fragen sind, wissenschaftsphilosophische Aspekte. Da muss ich sagen, es geht um die Struktur der Wissenschaften. Also bezüglich bestimmter Merkmale, passen die zusammen, passen die nicht zusammen, das ist alles in meinem Kopf drinnen, also wie Sie gehört haben, diese drei Fakultäten. Ich beziehe mich jetzt auf zwei Betrachtungsstandpunkte, nämlich auf die Wissenschaftsphilosophie und auf die Wissenschaftssoziologie. Und da würde ich eben erwähnen, so als Hintergrundinformation, natürlich Rudolf Kahner, Wiener Kreis, Moritz Schlick und so weiter, gigantisch, toll. Karl Popper natürlich, und wenn Sie vielleicht nicht kennen, ist Mario Funge, der ist für uns Systemiker einer der letzten großen Philosophen gewesen, der ist vor ein paar Jahren gestorben, und der hat über alles Mögliche geschrieben, aber wirklich präzise. Er ist ein analytischer Wissenschaftsphilosoph, kann man sagen, ne? Und dann halt andere, mit denen ich auch in München Veranstaltungen gemacht habe zur Philosophie der Biologie und so weiter. Also das ist mir ein großes Anliegen. Jetzt allein die Wissenschaftsphilosophie und dann die Wissenschaftssoziologie, natürlich Robert Merton. Also der ist wirklich, der sagt, Wissenschaft ist organisierter Skeptizismus. Wo bitte haben wir während der Corona-Debatte einen organisierten Skeptizismus wahrnehmen können? Ja? Und jeder Experte muss wieder auf die Medien zurückgreifen, wenn er einen anderen Experten so schnell zur Verfügung haben will. Ja? Also es wäre halt schön, wenn es eine Akademie für Transdisziplinarität oder für Gesundheitsfragen oder Wissensintegration da wäre, wo man anrufen kann, sagen, Sie können Sie mir, so wie wir das in der Bayerischen Akademie machen, ja, über alle Drogen, über alle Stadien und so weiter, können wir Informationen geben. Haben wir Arbeitskreise gehabt, haben wir Richtlinien erarbeitet, warum nicht? Und natürlich Frau Nowotny ist ganz klar, also um hier den Wien-Bezug noch einmal hervorzuheben, die ja da wissenschaftssoziologisch, also Design Studies, mit auf den Weg gebracht hat in Mitte der 90er Jahre. Und jetzt die Lösungsvorschläge, die ich halt gerne haben möchte, also Systemwissenschaft, da natürlich Ludwig von Bertalanffy, von dem ich gleich reden werde, und natürlich mein geliebter Robert Trappel, der mich eigentlich auf die Systemschiene gesetzt hat als kleiner Student. Ja? Also der ist gigantisch, was der gemacht hat, geleistet hat. Und ich bin immer alle paar Jahre gerne zu diesen internationalen Konferenzen gekommen. Ich konnte sie nur nicht in die Medizin hinein übertragen. Das war so schizophren für mich praktisch als Psychiater. Nicht? Aus dem System gehört zu Ostern, immer in der Nach-Osterwoche waren diese Tagungen, und dann musste ich wieder eine Woche später dann irgendwo mit der relativ engstirnigen Medizin kooperieren. Natürlich Robert Riedel ist... Ohne E, bitte. Riedel ohne E.
Aha, danke, ja, ist irgendwie hineingerutscht. Und dann natürlich die MIT-Schule. Ja. Und dann die Humanökologie, Helmut Knötig, Banshauser und die Gruppe, es waren ungefähr 6 Leute, die hier die in den Schub gegeben haben, Mitte der 70er Jahre, wo sich dann Fachgesellschaften für alle Nationalitäten, also englische und die Weltorganisation, die Society of Human Ecology, entwickelt hat, natürlich Fischer-Kowalski, die aber separat davon ihre Entwicklung, also die soziale Ökologie konstituiert hat. Und ja, ich würde sogar Papst Franziskus mit seiner Laudato Si hinzurechnen, wenn man das liest, das ist Humanökologie, das ist Ökologie des Menschen. Ja. Also gut, also wissen Sie ungefähr so den Background. Und hier noch einmal der Versuch, kurz darzustellen, die Physik ist wirklich ein tragendes Element. Wir können so viel von der Physik, von der Ideengeschichte, der Fachgeschichte lernen. Die Chemie natürlich jetzt eine sehr dominante Disziplin. Biologie, Psychologie, Soziologie, Ökonomik und da oben irgendwo das Dach der Philosophie. Das ist ein Traum von mir, dass die Philosophie wieder diese Integrativkraft ausübt, die sie mal früher vielleicht hatte. Und Mathematik und Statistik sozusagen als flankierende Säulen, die eben auch hier jede Disziplin mehr oder weniger tragen. Statistik für Psychologen, Statistik für Soziologen und so weiter. Also das zieht sich ja durch. Die formalwissenschaftliche Kompetenz, die ist natürlich erforderlich. Gut. Jetzt kommt diese Matrix der Wissenschaften. Das ist so ein Vorschlag, um ein bisschen Ordnung zu kriegen. Und zwar haben Sie hier auf der Zeile, auf der obersten Zeile, die Untergliederung in epistemisches Objekt, soll nichts anderes heißen als Gegenstand der betreffenden Disziplin. Dann Konzepte und Sprache. Ja, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Also das ist schon irgendwie von Wittgenstein nach wie vor sehr fruchtbar anwendbar. Aber dann kommt eigentlich das, was ich am meisten eigentlich für bedeutsam erachte, das ist die Methoden. Ja, also eine Disziplin, eine wissenschaftliche Disziplin lässt sich durch ihre Methoden am besten charakterisieren. Und zwar Methoden im Sinne von Instrumente, also im Sinne apparative Methoden und auch prozedurale Methoden, also wie man dann vorgeht, also wie die Messungen durchgeführt werden, Eichungen und so weiter. Und jetzt habe ich da irgendwo den Seismographen rausgeholt für die Physik als Vertreter der Naturwissenschaft. Solche Geräte brauchen, es ist trivial, also die gibt es ja schon seit, weiß ich wie viele Jahren, 100 Jahren oder was, wo man sozusagen das eichen muss und dann muss man halt schauen, dass nicht der Lastwagen vorbeifährt, man sagt, hallo, da ist ein Erdbeben, also das sind alles so triviale Beispiele jetzt. Und das kommt jetzt dann gleich der Clou. Und der andere Pol sind die Soziologen, also die ich jetzt als Vertreter der Sozialwissenschaften also hier mal aufrufe. Und die Soziologen sind halt trainiert, haben auch mehrere Semester Kompetenzausbildung in Richtung, wie organisiere ich eine Umfrage, wie gestalte ich einen Fragebogen, wie wähle ich eine Stichprobe aus und so weiter und so fort. Wie relativiere ich das auf die Stratifikation der Bevölkerung, auf bestimmte Milieus und so weiter. Es ist ein Blödsinn, wenn ein Soziologe Seismographen bedient und es ist auch ein Blödsinn, sage ich jetzt mal salopp, wenn ein Physiker Umfragen macht. Es ist zumindest wissenschaftsökonomisch verschossenes Geld, weil es hier in den Spezialdisziplinen immer wieder kompetente Leute gibt. Das Problem ist ja nur, die sind disparat. Es gibt dann auch noch epistemologische Probleme, wo man sagen kann, die Naturwissenschaften haben eine andere Erkenntnisweise als die Sozialwissenschaften. Stimmt alles bis zu einem gewissen Grad. Jetzt ist die Humanökologie da im Feld, die als Gegenstand, sagen wir, nicht soziale Systeme allein hat oder Natur, zum Beispiel materielle, energetische Systeme von einem sozioökologischen System, sondern versucht eben die Synopse. Das heißt, das sind dann Begriffe wie Haushalt oder Nachhaltigkeit oder so, sind relativ zentral in den Kontext der Humanökologie. Viele werden Humanökologie gar nicht kennen sozusagen, aber in der Nachhaltigkeitsforschung, und da gibt es ja immer einen Austausch zwischen Humanökologie und Nachhaltigkeitswissenschaft, Transformationswissenschaft, Implementierungswissenschaft und so weiter, also Spezialdisziplinen, die sich mit der ökologischen Problematik grundsätzlich beschäftigen und der Transformation und der Veränderung der Lebensverhältnisse im positiven Sinne.
Gut, und da haben wir methodisch halt das Problem, wie können wir Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften irgendwie in Verbindung bringen? Da ist die Debatte sicher noch nicht fertig, was jetzt die philosophischen Dimensionen betrifft, aber pragmatisch gesehen gibt es schon ganz, ganz nette Studien. Da komme ich nochmal ganz kurz drauf. Und dann kommt die Systemwissenschaft, die sich praktisch mit jedem System, unter Anführungszeichen mit jedem System beschäftigen kann. Und die auch eine gewisse Sprache hat, die extrem abstrakt ist, also die sehr mathematiknahe ist. Ich sage jetzt mal so Begriffe wie Inhibitor oder Facilitator oder Aktivator und so weiter. Das sind dann Prozesseinheiten, ganz egal, ob es sich um soziale Systeme oder molekulare Systeme handelt, die immer wieder Funktionszusammenhänge oder Prozesse charakterisieren. Und methodisch ist halt die Modellierung, insbesondere computerorientierte Modellierung, dass die Kompetenz, ich erwähne jetzt zum Beispiel nur die System Dynamics Gruppe, die ja von Forrester und Meadows am MIT stationiert ist praktisch und diese ganze Technologie der Modellierung, übrigens Peter Fleißner, den ich auch sehr schätze, um noch einen Wiener zu nennen, der hat ja auch dort sich das gelernt und eben auch entsprechende komplexe Modellierungen durchgeführt. Also das wäre so etwas so Hoffnungsträger, wo man sagt, ja, die könnten uns vielleicht helfen, diese Wissensfragmentierung, die wir eigentlich jetzt im akademischen Bereich feststellen müssen, wieder irgendwie ein bisschen überbrücken zu können. Ich überspringe das jetzt mal kurz und gehe jetzt ein bisschen tiefer in die Systemwissenschaft. Ich würde behaupten, die Systemwissenschaft hat sowas den Charakter einer Prozessontologie. Insofern sie für komplexe dynamische Systeme sozusagen ihre fachliche Zuständigkeit beansprucht und auch belegen kann, hat sie aus philosophischer Sicht sehr, sehr viele Valenzen in Richtung einer Prozessontologie, die Alfred Whitehead oder andere auch gefordert haben, gerade auch derzeit. Also es könnte eine Brückendisziplin für Formalwissenschaften sein, aber jetzt nicht im Sinne von, wie können wir, was weiß ich, Differentialgleichung und Bayesches Theorem und weiß ich was, Markov-Ketten auf einen Nenner bringen formal, sondern es geht mehr um die Konzepte, die dahinter stecken. Also die so wie wenn man sagt, Newton, Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung, dann hat er zwar die Differentialrechnung mitentwickelt sozusagen mit seiner Konzeption, aber die Idee, dass man Kraft sozusagen so definieren kann als Produkt von Masse und Beschleunigung, das ist das, was ich meine. Also die konzeptuelle Ebene von Theoriegebäuden zum Beispiel. Und da kann die Systemwissenschaft eigentlich relativ viel, glaube ich, bringen. Es wird aber sehr wenig genutzt. Jetzt komme ich zu Ludwig von Bertalanffy und auch zu unserem Center. Da muss ich sagen, auch das Center ist in einer Krise durch Corona-Krise. Es ist ein Hub in einem weltweiten Netzwerk von Systemikern. Aber wir haben jetzt im Moment, müssen schauen, wie wir die Gesellschaft sozusagen überzeugen, wie das Systemdenken seinen Sinn hat. Also sprich ganz einfach Finanzierungsmöglichkeiten. Und ich kann Ihnen bei dem Zusammenhang auch sagen, dass zwar alle möglichen, sagen System Science oder System Thinking brauchen wir in der Ökologie, in was weiß ich, in der Politik, im Management und überall. Aber wir haben nur in Europa, in Hall, eine Universität, die wirklich einen kompakten Studiengang für System Science oder System Thinking anbietet. Und das geht eben zum Teil zurück, dieser Systemansatz auf Ludwig von Bertalanffy, und zwar zu großen Teilen, der Biologe und Philosoph in Wien und den USA war. Und dieses Buch hier, General System Theory, hat eine unglaubliche Verbreitung. Also man kann nicht über System reden, ohne ihn zu zitieren. Das sieht man einfach, kann man Literaturanalysen machen. Und die Idee wieder, die Physik, da hat er sich ja damit auch beschäftigt, mit dem Fließgleichgewicht. Ja? Und das Konzept ist sehr, sehr fruchtbar. Also das nur so kurz zur Historie. Und meiner Meinung nach ist die Systemwissenschaft über den verschiedenen Wissenschaften gelagert. Also ich nenne sie auch gerne supradisziplinär, weil sie auf so einem abstrakten Begriffsniveau operiert. Und zwar sozusagen auch Theoriebereiche, zum Beispiel von der Biologie oder von der Psychologie, noch einmal abstrahiert.
Und ein Problem der Systemwissenschaft ist zum Teil darin gegeben, dass Systemgleichungen aufgestellt werden oder Modelle, also auf der Basis von mir aus von Differentialgleichungen, und dann Daten aus der experimentellen Biologie herausgenommen werden, ohne dass man den Stand der theoretischen Biologie mit berücksichtigt. Also das ist zumindest meine persönliche Meinung, ich kann das mit Vorteilspielen auch ein bisschen belegen. Aber das positive Beispiel ist halt die Physik, die zwischen experimenteller und empirischen Bereich und Arbeitsbereichen und Theorie eine schöne Dialektik hat. Ja? Also wissenschaftsgeschichtlich vergleichsweise. Für Psychologie ist besonders schwierig. Da gab es einen Lehrstuhl, der Dietrich Dörner in Bamberg. Und bei der Nachfolge hat man sich dann entschieden, das anders zu machen. Obwohl viele Schüler von Dietrich Dörner, den man mit Norbert Bischof als einen der kybernetischen Psychologen bezeichnen kann, oder systemisch denkenden Psychologen, also auch arbeitenden Psychologen, nicht nur denken, dass da also ein bisschen ein Vakuum ist und so weiter. Also Systemwissenschaft hat ihre eigene Kompetenz und kann in Kommunikation mit den Theoriebereichen der Einzelwissenschaften hier solidere Modelle bauen, als einfach nur ein paar Differentialgleichungen dann herumrechnen und so weiter. Ich sage das jetzt einmal etwas polemisch, weil ich ja über 10 Jahre lang in München eine Arbeitsgruppe hatte, die sich von der Molekularbiologie bis eben hinauf zur Philosophie mit dem Gehirn beschäftigt hat. Und da haben wir also schon auch die Grenzen von Modellierungen zum Beispiel auch diskutiert. So, also das wäre das. Dann etwas Typisches in der Methodologie der Systemiker ist, hier die Ebene des Systems, das man anschaut, das ist diese Meso-Ebene, also mittlere Ebene der Auflösung, ja, der konzeptuellen Auflösung des Gegenstands, den man untersucht. Und dabei aber durchwegs auch Zooming in, also nochmal versucht, sagen wir, die molekulare Welt sich anzuschauen. Und das respektiert jeder Systemiker. Aber im Gegensatz zu dem normalen Gang der Reduktion des Forschungsgegenstandes auf Elementarteilchen unter Anführungszeichen, versucht der Systemiker, kontextuelle Informationen mit einzubeziehen. Oder überhaupt die Existenz eines Systems im Hinblick auf die kontextuellen Faktoren, Bedingungsfaktoren mitzudenken. Und damit hat er dieses Oszillieren zwischen Zooming in die Detailebene und Zooming out in den Kontext, in die Umwelt. Ja. Und das ist eigentlich etwas, was man braucht. Das hat sich als sehr fruchtbar erwiesen. Also das ist ja auch schon also in der Rezeption von dem Club of Rome, also von diesen Limits to Growth, ist das ja in Deutschland auch sehr propagiert worden. Es ist aber nur praktisch jetzt nicht mehr präsent, dieser Teil des methodischen Inventars. Das überspringe ich, soll hier nur sagen, es gibt eine weitgehend konsentierte Prozedur, wie man Modelle oder Simulationen aufbaut. Die Simulationen sind ja dann diese Wenn-Dann-Szenarien, ja, also das, was ja Club of Rome auch gemacht hat. Wenn man von denen jetzt ausgeht und das zurückrechnet, dann ist interessant, also für die Fächer, die wenig Mathematik-Kompetenzen trainieren, also zum Beispiel Biologie, zumindest früher, sind so Icon-basierte Programme, so wie Stellar oder Wensim, sehr gute Möglichkeiten, um Funktionszusammenhänge, Wirkungszusammenhänge von irgendeinem Untersuchungsgegenstand zu modellieren. Und auch zu explorieren, und also Stellar oder I think heißt das jetzt auch, ist eine Möglichkeit. Und da hier die grafischen, das ist halt mein Lieblingsthema, die Pfeile- und Boxendiagramme, die wahnsinnig viel mehr sagen als verbale Darstellungen und nicht so abstrakt sind wie die mathematischen Darstellungen von Funktionszusammenhängen, Prozesszusammenhängen von x-beliebigen Systemen, sei es molekulare Systeme, sei es Gruppen oder so. Also das nur so kurz zu dem, was ist die spezifische Methodologie des wissenschaftlichen systemischen Denkens. Und ein weiterer Schritt ist,
was nutzt eigentlich das systemische Denken? Und der Regelkreis, der alte, da gibt es jetzt die Streiterei, gehört das zur Systemtheorie oder ist es oder Systemwissenschaft oder ist es die Kybernetik und passen die überhaupt zusammen und wer ist der Master? Ja? Also gab es Streitereien, wobei sich Norbert Wiener da nicht sehr viel großartig beteiligt hat, aber es gab so in der Rezeption, gab es dann halt diese Frage, wie kann man das ordnen? Und jetzt der Vorschlag, Aufarbeitung von Corona. Wenn man sich jetzt auf einer Makroebene anschaut, was ist denn eigentlich gesellschaftlich passiert, und zwar im Sinne eines Regelkreises, dann würde ich das ungefähr jetzt so konzipieren. Also ich sage, okay, da war das Virus, da ist die Bevölkerung. Die Bevölkerung, ein Teil davon ist krank geworden. Die Kranken sind erschienen im Gesundheitswesen irgendwie. Also ist gleich Apotheken, Labors und so weiter, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, also System wieder verstanden, viele Elemente. Und damit gekoppelt eng die medizinische Wissenschaft oder Gesundheitswissenschaft, wie Sie es nennen wollen. Und die Wissenschaft hat halt all die Samples zusammengenommen und hat dann hier die Inzidenzkurven generiert. Und zum Beispiel hier in dieser Anfangsphase, ich rede jetzt sehr gern vom März 2020, also Frühjahr 2020 oder erstes Halbjahr 2020, weil da war alles noch sozusagen entschuldbar auch. Und da sieht man dann halt, okay, das geht da hoch und das wurde dann der Politik gemeldet, unter Anführungszeichen. Ich vereinfache hier, ich will hier einen Prozessablauf, zirkulären Prozessablauf verdeutlichen und die Politik entscheidet idealiter nach kulturellen Standards. Er sagt ja, okay, Gesundheit ist unser höchstes Gut, hat ja geheißen, so koste was es wolle. Also die Ökonomie war dann sozusagen diametral dazu nicht so zu berücksichtigen. Dabei ist aber auch noch Freiheit der Individuen und Solidarität gegenüber der Gemeinschaft auch noch, sind noch Variablen oder Dimensionen, ja, die bei solchen Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen sind. Wo aber die Politik auch alleingelassen ist, weil sie keine Wissenschaft hat, die hier überhaupt Angebote machen kann. Die müssen ja nicht übernommen werden, aber zumindest überhaupt durchdacht. Ja. Und okay, dann hat die Politik also gewisse Maßnahmen beschlossen, sagen wir Lockdown und so weiter, gibt es weiter an die Verwaltung, im Staat. Also wie gesagt, ich habe sehr viel mit dem Staat zu tun gehabt, im Gesundheitsbereich in Bayern. Und der Staat hat dann über bestimmte Verordnungen, Regularien und der Exekutive dann die Implementierung dieser Regeln an die Bevölkerung gebracht. Die Bevölkerung ändert ihr Verhalten in ihrem Expositionsverhalten gegenüber dem Virus, zum Beispiel im Lockdown oder mit Masken, mit der Folge, dass über diese ganzen Stufen wieder die Kurve von mir aus heruntergeht. Ja? Das sieht die Wissenschaft und jetzt sagt sie der Politik, hallo, was machen wir denn? Können wir jetzt die Lockdowns wieder lockern und so weiter? Etc. etc. Also das heißt, dass da ist ein Kreislauf, der schön als Regelkreis verstanden werden kann. Der ist ja 4 Jahre gelaufen. Also das ist nicht inadäquat, das Modell. Das Modell hat noch einen Vorteil, dass es sagt, okay, jedes dieser Teilsysteme von diesem Gesamtsystem hat eine Eigendynamik. Das heißt, wir haben die Viren mit ihren Mutationen. Wir haben die Bevölkerung mit ihrer zum Beispiel Reaktanz, da mache ich nicht mit oder irgendwas. Sie haben die Erkrankten, die dann sich selber organisieren, weil sie relativ hilflos waren, also mit diesen Selbsthilfegruppen, die ich schon genannt habe. Und das Gesundheitswesen hat seine eigene intrinsische Dynamik. Ja? Und die Wissenschaft hat ihre intrinsische Dynamik, die Politik und so weiter. Das heißt, sie haben wirklich ein lebendes System, das immer die Kriterien der Eigendynamik mit sich bringt. Mit der Folge, dass, wenn das nicht mitbedacht wird von vornherein explizit in so einem Modell, dann haben Sie hier, wissen Sie nicht, warum die Kurve heruntergeht, weil Sie Delays haben. Ja? Sie haben Übersteuerung, Untersteuerung, alles das, was man von der Heizung, vom Thermostaten her kennt, das drückt sich mit in diese Kurve hinein. Also da gibt es einen wirklichen Wert, also der Wert X oder Y, wie Sie es nennen wollen, der besteht dann halt aus einer ganzen Menge von natürlich einem wahren Wert plus eben dann ein systematischen Neues. Bloß eben ein Zufall Neues. Ja, das heißt, das wäre dann eigentlich eine Gleichung, die man diesen Zahlen zugrunde legen muss. Weil das eben ein Regelkreis ist mit den bekannten Eigendynamiken im Gesamten und im Einzelnen. Also das wäre nützlich, wenn man so eine Folie mal überhaupt auflegt, weil da ist ja noch niemand schuldig, weil die Aufarbeitung findet ja nicht statt, weil alle Angst haben, Gottes Willen, dann gibt es ja Klagen und was weiß ich was alles, Regressanfragen. Und ich glaube, die Bevölkerung ist gar nicht mal so böse. Also ich meine, viele sind schwer verletzt, seelisch durch bestimmte Maßnahmen, auch ökonomisch.
Aber sagen wir, dass man da irgendwo einen Schuldigen findet oder so, das ist bei so einem System eigentlich auch zunächst einmal nicht zu erwarten. Ja? Also das Systemhafte hat da in dem Fall einen Vorteil, aber man hat auch die Möglichkeit, hier gewisse Maßnahmen, wenn man das genau anschaut, in ihrer Dysfunktionalität eben auch zur Diskussion zu stellen. Das findet nicht statt, weder in Deutschland noch hier. Ein zweiter Punkt, wo systemisches Denken hilfreich ist, das ist der letzte jetzt zu dem Block systemisch, das ist die Synergetik. Hermann Haken ist auch Nobelpreisverdächtig, lebt in Stuttgart. Und der hat diese Synergetik, die versuche ich jetzt einmal kurz als Metaphorik darzustellen. Also der hat eine Potenziallandschaft, wo jetzt hier sind Kugeln, also jede Kugel sozusagen ein gewisses Potenzial hat, also im Sinne der potenziellen Energie. Und wir nennen das jetzt einen Systemzustand. Also nehmen wir an, Puls, ja, also Körper, menschlicher Körper, Puls ungefähr 60, 70, so in der Größenordnung ist normal, ja, auch wenn man geht oder irgendwie. Jetzt kommt ein Stressor und jetzt wird der Puls sozusagen erhöht und normalerweise ist nach 20 Minuten sozusagen wieder der normale Puls erreicht. Das hängt aber von der Vulnerabilität des Systems, der Person ab oder vom vegetativen Nervensystem, Disbalance, Parasympathikus, Sympathikus und so weiter, endokrine Faktoren. Und falls jetzt hier tatsächlich dann zum Beispiel stärkere persistierende Tachykardie, also Herzrasen, eintritt für ein paar Stunden oder sowas oder gar Arrhythmien, dann ist die Frage, wann geht es, schaltet es sich wieder zurück in den normalen Zustand? Das nennt man dann Resilienz, also so einfach gesagt. Und dieses Bild zeigt uns halt, dass wir hier, zum Beispiel hier, genau wo diese graue Kugel ist, in dieser Krisenphase sind. Wird es sich wieder sozusagen normalisieren oder kommt er in einen persistierenden pathologischen Zustand? Das geht dann bei der Sucht und so weiter, das lässt sich alles durchdeklinieren. Auf dieser rein phänomenalen Ebene, also wo man nur die Zustandsgrößen sozusagen im Auge hat, wie Puls oder so, oder Blutdruck oder Trinkmenge pro Tag oder so. Und dahinter liegt eben, und das ist so die systemische, wirklich die theoretische Ebene, ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Bremsern oder Inhibitoren und Beschleunigern eines Prozesses, also einer Zustandsgröße. Und diese dynamische, fluktuierende Balance, die intrinsisch bedingt ist, aber auch exogen, also zum Beispiel intrinsisch heißt chronobiologisch, also in der Früh was anderes als am Abend, das ist das, was uns forschungsmäßig halt natürlich interessiert, in der Biologie, in der Medizin, die Balance oder Imbalance von Inhibitoren und Aktivatoren. Das können Sie bei der Blutgerinnung überall, können Sie das finden. Das ist ein sehr fruchtbares Konzept. Ja? Damit will ich sagen, das Verstehen von Krisen in dieser Hinsicht, plus zirkuläre Kausalität, auf die ich nicht eingehe, was auch sehr wichtiges Merkmal von systemischem Denken ist, das wären Tools, also sozusagen Metaskills, wie es so schön heißt, wo sie in jeder Disziplin, in jedem Anwendungsbereich Benefits haben, ja, um Systemdynamiken besser, zumindest qualitativ, semi-quantitativ und oder intuitiv zu verstehen, ja, und das auch zu kommunizieren. Also wenn man gewisse didaktische Figuren kann, ich hoffe, Sie haben das so irgendwie, ich habe das auch erfüllt, diesen Standard. Gut, würde ich noch die Humanökologie machen, dann würde ich mal so eine kleine Zäsur machen, weil ich immer sage, im Sinne von Kant, so systemisches Denken ohne Ökologie ist leer. Ja, weil sie brauchen ja Variablen, empirisch interpretierte Variablen. Und Humanökologie ohne systemisches Denken ist blind. Also das sieht den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Also das ist diese Big Data Ansatz und so weiter. Also das ist so meine Behauptung, sodass das ziemlich verlinkt ist. Also mit ökologischen Beispielen können Sie die Systemwissenschaft sehr gut fundieren, oder das war halt einfach so in der Geschichte, dass systemisches Denken in der Ökologie, in der Bioökologie sehr gute Basis hat, und umgekehrt wird zum Beispiel diese australische Schule spricht von einer systemischen Nachhaltigkeitsforschung. Das zeige ich Ihnen jetzt gleich.
Die Humanökologie, da ist diese Homepage von der DGH, humanökologie.de. Sie können die Folien, kann ich da auch gerne zur Verfügung stellen. Da habe ich auch einmal ein Büchlein gemacht über die Ökologie der Person aus medizinischer Sicht. Ist ein Bestseller geworden natürlich, ist klar. Und was wir jetzt wieder machen, ist eine digitale Vortragsreihe Umwelt und Gesundheit. Also um eben wieder auf die Planetary Health, One Health, Global Health und so diese Richtungen ein bisschen einzugehen und die Diskussionen anzustacheln. Die Definitionen, die verschiedenen, es gibt also Humanökologien, ja, genauso wie System Sciences gibt, also nicht einen Ansatz, also, sondern Pluralismus, das ist ganz klar. Man sucht halt dann immer die Unity in the Diversity, das war ja ein Spruch von Ludwig von Bertalanffy auch immer wieder. So, also Humanökologie definiert als die Untersuchung der Mensch-Natur-Beziehungen oder Mensch-Umwelt-Beziehungen. Wieder Frage, wie definiert man Umwelt und Natur? Ja? Dann Mensch-Gesellschaft-Natur-Beziehungen. Ja? Das war Dieter Steiner zum Beispiel, einer der Pioniere der Humanökologie in der Schweiz, Geograf auch vom Hintergrund. Mensch-Gesellschaft-Natur-Technik-Beziehungen, das habe ich mit Josef Schmidt, einem Bevölkerungssoziologen in Bamberg, irgendwie herausgearbeitet, natürlich immer wieder in der Diskussion mit Helmut Knötig. Und da hier diese systemische Nachhaltigkeitswissenschaft von Rob Dibron und Barry Newell, die australische Schule, die also wirklich jetzt weltweit führend ist, sehr gute Ausbildung hat auch und so weiter. Und hier noch die Fischer-Kowalski mit gesellschaftlicher Stoffwechsel als Gegenstandsbeschreibung der Sozialökologie. Oder dann die Frankfurter Schule, Becker und Jahn mit den gesellschaftlichen Naturbeziehungen, ich habe es jetzt mit sozial abgekürzt, die das dann als soziale Ökologie bezeichnet haben. Das also nur zur Orientierung. Wir haben hier noch Illustrationen. Also das ist dieses schöne Bild von Knötig, also die Knötig-Schule, sage ich mal. Das auch ein gewisses Icon ist. Also das kennt fast jeder, der professionell in der Humanökologie unterwegs ist. Das ist sehr schön, da ist der Mensch, da ist die Welt und da ist die Human Ecology eigentlich eine Beziehungswissenschaft. Beziehungswissenschaft, Haushaltswissenschaft, ganz wichtig. Ja? Also was auch der Aristoteles mit der Begründung der Ökonomie irgendwo im Kopf hat, das ist der Haushalt, es geht ums Haushalten. Input, Output, ja? Und die Balance, die Relation von Input und Output. Wir haben das so hier dann dargestellt, Schmidt und Retter. Ich habe da dieses für die Individualwissenschaften weiter ausgearbeitet. Individualwissenschaften sind Psychologie, Medizin, Juristerei, Pädagogik. Ja, die haben immer mit einzelnen Menschen im Wesentlichen zu tun, natürlich mit Riesenpopulationen. Ich glaube, ich habe Tausende von Patienten betreut, direkt oder indirekt, durch meine Managementfunktion. Und hier Fischer-Kowalski, also mit den interessanten, philosophisch sehr interessanten, wie soll man sagen, Konzipierung, dass hier diese Natur- und Kulturspannungsverhältnis dazwischen der Mensch, also es ist eine sehr, sehr schöne Grafik, die das verdeutlicht, den Gegenstandsbereich. Ja? So, dann ein paar Bücher zur Vertiefung, gehe ich jetzt nicht weiter ein, weil, wie gesagt, Sie können irgendwie die Folien dann haben auch. Und jetzt noch Peter Weihart. Peter Weihart war Geograf hier an der Uni Wien. Und der ist jetzt auch emeritiert und der hat den Fächerkanon, der aufgerufen ist, die Humanökologie zu konstituieren, hier dargestellt grafisch. Das ist noch auf der Homepage hier von ihm, aber wie gesagt, er ist emeritiert. Bedauerlicherweise ist eben die Humanökologie ebenso wie die Systemwissenschaft nicht universitär realisiert, jedenfalls nicht in Europa. Es gab in Göteborg mal einen Ansatz, aber der wurde dann abolished, ja, gut, ist verschwunden. Und hier wieder Soziologie, der Fächerkanon, wie ich schon am Anfang gezeigt habe, Psychologie, Medizin, Anthropologie, Humanbiologie, technische Wissenschaften, das ist eben wichtig, und Geografie natürlich als sein Heimatfach. Ja, also und dass da hier natürlich interdisziplinäre Kommunikationsschwierigkeiten oder zumindest der Bedarf der Abgleichung der Kommunikation besteht, das ist klar, das zeigt sich hier wunderbar in einem Bild. Zeigt sich schon beim Begriff Umwelt, was bedeutet Umwelt, das will ich aber jetzt nicht weiter unbedingt vertiefen. Ich habe schon angesprochen, schon die Gleichsetzung von Umwelt ist Natur oder Umwelt ist Kultur,
Das sind schon unterschiedliche disziplinäre Standpunkte, die da zum Ausdruck kommen. Und was sich sehr nützlich erwiesen hat in dieser diffusen Diskussion von was hat die Umwelt für Effekte oder so, Mikro-, Meso-, Makroebene. Ähnlich wie es gezeigt hat bei der Systemperspektive, dass man hier einfach begrifflich die Unterscheidung macht. Also, weiß ich, Mikroebene, Mikroumwelt von Menschen, vom einzelnen Menschen sind ja dann Lebensbereiche wie der Arbeitsbereich, der Wohnbereich und so weiter, also wirklich auf der Mikroebene. Mesoebene ist dann die Gemeinde, also ein Stadtteil zum Beispiel. Makroebene kann bis Nation oder überhaupt Kontinent und so weiter gehen. Oder die Stadtökologie nach soziologischer oder sozialökologischer Sicht nach der Chicago-Schule wäre eben auch etwas, wo man dann ja vielleicht sagen kann, ist das Meso oder Makro, whatever. Also auf jeden Fall eine begriffliche Präzisierung wäre sehr sinnvoll im wissenschaftlichen Kontext. Da gibt es aber wenig Einigung. Also muss man es immer als Kommunikator jeweils selber definieren. Sagt, ich verstehe unter Umwelt genau das und das und das, damit der Rezipient dann auch versteht, aha, das meint er damit. Sonst wird es diffus, weil dann immer umgangssprachlich sind wir ja froh, dass der Begriff Umwelt jetzt so ubiquitär ist in der Umgangssprache. Aber es ist ein Problem in der interdisziplinären und interprofessionellen Verständigung. Eines möchte ich noch aufrufen, der Homo ökologicus, das ist ja sozusagen der Idealtypus des Menschen, der also die ökologische Katastrophe da irgendwo positiv mitsteuern könnte, wenn es alle machen würden, tun sie ja natürlich nicht. Und da möchte ich noch John Bitamy hervorheben, der in der Verhaltensbiologie hier an der Universität war, ein unglaublich engagierter Kerl, natürlich auch total kompetent, leider verstorben, 2014 glaube ich. Und wir haben zusammen eine Menschenbildreihe organisiert. Das, wie gesagt, eines meiner Fabel ist natürlich auch philosophische Anthropologie oder überhaupt eine integrative Anthropologie. Und da haben wir dann diesen Homo ökologicus veranstaltet. Da ist ein Hundertwasserbild. Also da sage ich ja auch immer, Künstler haben oft wirklich ein epistemisches Potenzial, das die Gegenwartswissenschaften oft überschreitet. Ja? Also mit anderen Worten, Künstler sind auch Forscher. Und Hundertwasser war jemand, der intuitiv da eine ganze Menge mitgekriegt hat. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, irgendwas die 50er Jahren oder irgendwie so. Ne? Gut, also das jetzt noch einmal als Hinweis. Es hat an der Universität bei Rektor Georg Winkler, also der war offen für solche Initiativen, aber eigentlich fehlt es. Und ich hatte vorher gezeigt, so, seine Akademie für interdisziplinäre oder Wissensintegration, und da möchte ich auch ausdrücklich Peter Heintl hervorheben, der war der Rektor und Gründungsrektor, glaube ich, von der Klagenfurter Universität, und der hat ja die IFF ja hier auch implementiert, also wo die Sozialökologie beheimatet ist oder war. Und der jetzige Rektor der Klagenfurter Universität, Herr Wittuch, hat das dann stillgelegt im Ende 2022. Und das finde ich sehr schade. Ähnlich wie in der Max-Planck-Gesellschaft in den 70er Jahren das Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der technisch-wissenschaftlichen Welt unter der Leitung von Karl Friedrich von Weizsäcker und Jürgen Habermas gekillt wurde. Nachdem Herr von Weizsäcker dann eigentlich nicht mehr richtig konnte, altersbedingt. Und schade, also dass solche Querschnittsinstitutionen in der Wissenschaft praktisch weiterhin eine Rarität sind, sodass man hoffen kann, dass vielleicht die Frau Engelhorn auf die Idee kommt, hier sowas zu stiften. Gut, Anwendungen der Humanökologie, das ist eben die Humanökologie der Küstenzonen, also wo sich unglaublich viel, halt natürlich die Fischer sind betroffen, die Bauern sind betroffen, Tourismus ist betroffen und so weiter. Und dann auch die Urbanisierung. Was hat das für Effekte im Zuge des Klimawandels auch? Ja. Das sind so Themen, wo es auch sehr viel Literatur gibt. Bernhard Gläser und Marion Glaser von Bremen, die da viel drüber gearbeitet haben, aus unserer DGH kommend. Ja. Also natürlich waren das so Ping-Pong-Sachen. So, jetzt wenn ich das zusammenfasse wieder, so, was sind so qualitative Modelle, die man sich vielleicht sich überlegen kann, als Output der Humanökologie.
ich nenne das jetzt mal salopp, das human-ökologische Quartett, also im Sinne von ein Human-Ökosystem besteht aus Komponenten der Natur, was immer da darunter zu verstehen ist, Fauna, Flora, Mikroorganismen, mal pragmatisch gesagt, Technosystemen, insbesondere im Hinblick auf die Urbanisierung, 70% der Bevölkerung lebt ja in Städten oder städtegleichen Aggregationen. Dann haben wir Soziales im Sinne von Gesellschaft, Regularien und so weiter, Verwaltung und dann die Menschen, also so wie wir da halt leiblich da unterwegs sind. Und da ist ein starkes Ungleichgewicht eingetreten, insofern die Natur zum Beispiel halt einfach ja, eine Rarität geworden ist. Die natürliche Natur, sage ich jetzt mal salopp und provokativ. Und die Technik halt dominiert und sogar die Technik als Lösung für die Naturdefizite, Defizite in Anführungszeichen, eingesetzt wird, Biotechnologie, also teilweise schrankenlos und so weiter. Und diese Spiralfedern, die hier so symbolisiert sind, sollen sagen, das hängt zusammen, aber es ist gepuffert. Also es ist nicht deterministisch, ja? Sondern es ist eben von mir aus probabilistisch, diese Interdependenzen, ja? Oder Interaktionen. Und das ist jetzt nur so ein Icon, das ich glaube, relativ eingängig ist, dass das sozusagen die Kombination von Ökologie, also Humanökologie und Systemwissenschaft verdeutlichen kann. Und jetzt kommen die Krisen und Sie werden mir wahrscheinlich zustimmen, dass wenn man sagt, ja, die Natur ist vom Klimawandel betroffen, die Biodiversitätsverlust und so weiter, die Technik hat, wirft uns jetzt Probleme, Stichwort Krisen, auf mit der Digitalisierung, mit ChatGPT und weiß ich was allen. Dann der soziale Bereich, Demokratiekrise, ja, dann Kriege schon als manifeste Krisen, also die schon materiell was läuft, Überbevölkerung, Pandemien, ja, Hunger und so weiter, Prekariat, ja, also das sind dann alles oder Energiewende, Energiekrise, also man kann jetzt alle, und wenn man das jetzt sich anschaut und sagt, ja, wir haben so viele Krisen, ja, und die überlagern sich, natürlich überlagern sie sich, mal ein Peak von der einen Seite, dann ein Peak von der anderen Seite, sie überlagert sich und wir sind alle gestresst, ja, also wir jetzt sind so, selbst als Psychiater. So, ja, also das war es dann eigentlich mal für die für diesen Teil. Ja, also ich kann dann natürlich weiterreden, wie Sie wollen. Also ich meine, aber ich würde jetzt mal vielleicht ein kleines Päuschen machen für Nachfragen und so. Wenn Sie mir, ich meine, ich habe noch zwei Blöcke. Das eine ist meine Wut, dass wir in einen neuen Empirismus hineinschlittern, ja? Also mit Big Data und so Daten, die Daten zeigen und so weiter. Und keiner hat Messtheorie, Stichprobentheorie oder irgendwas gemacht bei Humanpopulationen, Humanstichproben und so weiter. Ja? Also wie schwierig das ist, hier den Zahlen zu trauen, das ist ja oft Würfelsache. Also diesen Neo-Empirismus, den ich auch als Dataismus bezeichne, bin ich hyperkritisch, obwohl ich selber viel Statistik gemacht habe und so weiter. Also die Imbalance zwischen Theorie und Empirie. Also keine Theorie in der Medizin, aber Daten, Daten, Daten. Ja? Also das ist das, wo ich sage, das ist disproportional im Ungleichgewicht. Und das würde ich noch sagen und würde es halt erläutern. Und ein großer zweiter Block, den ich aber jetzt mit Sicherheit nicht machen würde, das wäre das Problem der Massenmedien. Also dass ja Wissenschaft kann sie so sein, wie sie will, gut oder schlecht oder wie auch immer, aber dann immer abhängig ist von den Medien und ihrer Rolle, wie sie wissenschaftliches Wissen transformiert und wie das rezipiert wird, weil ich wirklich ein großer Fan von der Demokratie bin. Und ich habe die zweite These, ich sage, erstens möchte ich eine Demokratie haben, zweitens, Demokratie geht nur im Sinne der Aufklärung bei aufgeklärten Bürgern. Aber wenn wir so selektive Darstellungen haben und das Diskursive von Wissenschaft, Stichwort Robert Merton, organisierter Skeptizismus, wenn das weg ist, was es jetzt der Fall ist, dann gute Nacht, ja? Mit unserer Wissenschaftskultur. Und die Rolle der Medien, also ich habe mich sehr viel mit Filmanalysen beschäftigt, früher Psychiatrie im Film, das war mein Thema. Von der Seite her gibt es eine ganze Menge anzumerken, aber das wäre wirklich ein eigener Block, der ist sehr problematisch. Also die Rolle der Medien, die eigentlich keine gute
keinen kritischen Diskurs fördern. Ja. Das ist so nur eine These, die ich natürlich mit Beispielen und so weiter begründen könnte, aber es führt sicher heute zu weit. Ich hoffe, dass ich daher bei Ihnen ein paar ähnlich Gesinnte vorfinde, die das vielleicht dann wieder an andere weitertragen können, falls Sie ähnliche Ideen haben, dass Sie da bestärkt worden sind durch diese doch sehr tiefgreifende Beschäftigung mit dem Thema. Aber ich würde noch sagen, die sozialen Medien haben aber auf der anderen Seite auch die Korrekturfunktion ausgeübt, teilweise. Ja? Also nicht jetzt Twitter und die Kern umgebracht und was weiß ich was, also das streiche ich weg, ist ganz klar. Aber wenn bestimmte, zum Beispiel, ich konzentriere mich auf die Wissenschaft, kritische wissenschaftliche Stimmen nicht mehr zu Wort kommen, und da habe ich Ihnen Belege von der Presse, von der vom ORF und so weiter, wo man Leserbriefe schreibt, irgendwas macht, mit vernünftigen, wissenschaftlich soliden Argumenten, Cancel, 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 Cancel Culture, übrigens schönes Buch von Nida Rümelin dazu, der Philosoph, der Deutsche, Cancel Culture, ist jetzt im Herbst erschienen, 2023, also diese Möglichkeit, dass über YouTube oder sowas dann sich doch noch was anzuschauen, was alternativ ist, ja, die sogenannten alternativen Fakten, oh Gott, Herr Trump, ja, also will man nicht haben, aber das ist eine Monokultur geworden. Ja? Und ich war ja viel in der Presse in Deutschland auch und kenne diese Wissenschaftsredaktionen, gerade in München von der SZ und so weiter. Ich bin bestürzt, dass in den Leitmedien, in den etablierten Medien, wie man es nennen mag, wie SZ, Spiegel und so weiter, außer der Welt eigentlich kaum kritische Stimmen zu hören waren. Das hängt aber auch von den Politikgebieten ab. Und dann gehst du halt in die Social Media hinein und irgendjemand kennt sie gut aus und dann gibt es diese E-Mails und sagt, du schau dir das mal an, schau dir das mal an. Das wird dann nach ein paar Monaten oder ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Tagen schon wieder abgeschaltet. Ja? Also weil da irgendein verfänglicher Inhalt ist und die Artificial Intelligence filtert das heraus, tschüss, auf Wiedersehen. Also das muss man dann, und das ist eben das Schlimme, die Pluralität, die wir vor 2019 noch zelebriert haben, ist weg. Ja? Als Grundstimmung in der Gesellschaft, als Grundziel, als kulturelles Leitmerkmal. Ja? Das macht mir auch Angst. Ja? Ich würde vielleicht eine Folie zeigen. Nur eine Folie noch. Also ich bin ein Protagonist der Theorieentwicklung, ja? Also aus verschiedenen Gründen, aber das führt jetzt zu weit. Aber wenn man sich überlegt, also wenn man sich das genau anschaut, ich weiß nicht, irgendjemand kennt den Rohrer und dann werden Sie vielleicht den Herrn Fischer auch kennen, Gerhard Fischer, der hat nicht getriezt, also wahrscheinlich alle, die da Psychologie studiert haben, mit der Testtheorie und der klassischen Testtheorie und dem Raschmodell und so weiter und so fort. Also man hat da schon Mathematik lernen müssen. Und was mich so wundert ist, und ich weiß ja in der Medizin, habe ja auch medizinische Statistik kennengelernt, ich habe sozialwissenschaftliche Statistik kennengelernt, ich habe psychologische Statistik kennengelernt, also Statistikwissen ist relativ breit gewesen. Man hat es aber in der Psychologie am ehesten gelernt, die Problematik der von Tests, ja, generell, weil das ja nicht zum Anschauen ist, das ist ein Virus oder so und die höchste Konzentration und in Petrischalen und weiß der Kuckuck. Und wenn man sich das jetzt mal testtheoretisch anschaut, dann haben wir folgende Situation bei Corona gehabt. Und das wundert mich, dass die Physiker und Mathematiker das nie thematisiert haben. Und ich weiß, weil ich natürlich schon bestimmte Diskussionskreise habe, dass auch das Robert-Koch-Institut da nicht da zustimmen würde. Aber einzelne Mathematiker, wie zum Beispiel Matthias an der Heiden, da kann man dann, wenn man Exegese macht, die Schriften anschaut, kann man schon finden, dass die da schon wissen, worüber sie reden. Und gleich vorweg gesagt, mein Statistikkollege an der Ludwig-Maximilians-Universität, Herr, ich glaube, Bernhard Küchenhof, würde das weitgehend unterschreiben. Also ein hauptberuflicher Statistiker, wenn er nur Nebenfachler sozusagen. So,
Also, da haben wir die Situation, dass eine Population, also eine Gruppe von Menschen, sich testen lässt, und zwar, weil sie exponiert ist, oder irgendjemand hat kurset und sie waren da mit im Zug oder sowas, oder sie haben Symptome, oder sie wollten sich frei testen lassen, oder sie wollten Zugang zu Einrichtungen, sei es zu großen Veranstaltungen oder und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt viele Gründe, sich testen zu lassen. Das spiegelt sich aber nicht in der Regel oder hat sich erst spät gespiegelt in diesen 4 Jahren in den Erhebungsstatistiken. Da kann man wieder als Entschuldigung sagen, naja, Datenschutz und weiß der Kuckuck was. Aber okay, das bringt dann schon einmal zum Beispiel das Problem, ist jemand mit oder wegen Corona ins Krankenhaus gekommen oder gestorben? Es wurde erst voriges Jahr eine Multicenter-Studie in Deutschland gemacht von der Rechtsmedizin und von der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, die das untersucht hat, genauer, und festgestellt haben, 70% oder so in der Größenordnung sind wegen Corona verstorben, aber eben noch 30% nicht wegen Corona. Also wo ein kausaler, pathologischer oder pathophysiologisch plausibler Zusammenhang nicht rekonstruierbar. Aber das jetzt nur, das ist perpetuiert worden. Da haben dann Leute gesagt, bitte unterscheidet doch mit oder wegen. Das wurde von der Presse niedergebügelt. Das wurden die Leute, die das zu laut gerufen haben, die wurden dann auf die schwarze Liste gesetzt und wurden als Schwurbler bezeichnet von irgendwelchen Journalisten, die nicht einmal ein Studium fertig gemacht haben. Herr Müller-Jung zum Beispiel, FAZ. Ja, so. Dann, den liebe ich besonders. Dann die Tests per se, also sozusagen die Testtechnik im Labor. Ja. Sensitivität, Spezifität, ja gut, das ist sehr gut von diesen PCR-Tests, aber wenn Sie das bei 100.000 Leuten anwenden, dann haben Sie schon eine ganze Menge von Falsch-Positiven, auch bei 1% zum Beispiel wieder positiver Predictive Value und so weiter. Wieder nicht das Technische gehen. Dann Frage Rachenprobe, Nasenprobe, das ist ein Unterschied, ja. Viele haben sich, ja, wie man da mit dem Stifter da hineinfährt. Ja. Alle können sich noch erinnern, vor Teufel. Ja. So, dann nächster Schritt, Auswertung, also jetzt im Labor selber. Ja. Dann Klassifikation nach CT-Wert kleiner 30, also dann testpositiv. Ja. Das wurde auch variiert, diese Schwelle von 2020 auf 24. Ja. Dann, also das heißt, schon die erste Zwischenbotschaft, da ist so viel Variation drinnen in dem, was wir als tägliche Inzidenzzahlen gesehen haben, dass das schon furchtbar ist, auf der Basis, ehrlich gesagt, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass in der Krise natürlich Entscheidungen getroffen werden müssen beim Known Unknown. Das ist völlig klar. Aber nie darüber reden, nicht einmal jetzt, wo man sagt, die Pandemie ist zu Ende, nicht einmal da sagen, hallo, das können wir besser machen, gerechter machen, valider machen, das wundert mich. Das ist eine testtheoretische Fragestellung. Dann Meldung ins RKI, am Wochenende war halt nichts, Freitagmittag war Schluss in den Gesundheitsämtern, in den regionalen, dann sind die halt eingetrödelt irgendwo am Montag, Dienstag, aber die Dateneingabe in die Datenbank ist eben erst am Donnerstag gewesen. Das heißt, sie hatten dann diese Kurven, wo sie dann am Samstag, Sonntag ganz wenig Inzidenz hatten und der naive Betrachter gesagt, ah, schau, interessant, warum ist denn das am Sonntag so und am Donnerstag war so viel und das ist eine regelhafte Zeitreihe gewesen, bis sie dann halt einmal gesagt haben, okay, wir nehmen das Wochenmittel und so weiter, um diese Irritation zu entzeugen. Aber das ist schon eine Berechnung und nicht mehr eine Messung. Und vieles von diesen Maßzahlen sind Schätzzahlen, also die effektive Reproduktionszahl. Also das ist nicht etwas, was man irgendwo messen kann, das ist höhere Mathematik. Es gibt verschiedene Methoden. Herr Küchenhofer hat das zum Beispiel dargestellt. So, dann haben Sie diese Inzidenz-Rohzahlen. Inzidenz ist auch eigentlich der falsche Begriff, weil er eigentlich das Auftreten einer Neuauftreten einer Erkrankung meint. Aber da geht es ja nur um die Inzidenz der Testpositiven. Aber lassen wir das als Sprachschlamperei einfach stehen. Ist ja gut gemeint. Wegen dieser Delays, da wurde dieses Nowcasting, also wurden die dann hochgerechnet beziehungsweise halt adjustiert, dass man dann sagt, okay, am so und so vielten war tatsächlich die Infektionsrate so hoch, weil 7 Tage später erst das ins Robert-Koch-Institut reingekommen ist, im schlimmsten Fall. Ja? So, dann die Datenanalyse, REF habe ich schon gesagt, die unterschiedliche Kalkulationsmodi, da gibt es mindestens 3 oder 4, wo es keine Einigkeit besteht, wie man die verwendet. Dann Prognosen, das Vorhersageintervall, also das ist so ähnlich wie das Konfidenzintervall, aber es ist eben das sogenannte Prediction-Intervall, was sehr schnell wie eine Trompete auseinandergeht. Es kann so sein oder es kann so sein.
darüber muss man in der Wissenschaftsredaktion auch reden. Ja, wenigstens irgendwo eine kleine Sendung um 3 Uhr in der Früh machen, zu sagen, hallo, da gibt es ein paar Methodenprobleme. Und die Zahlen, auf denen wir Entscheidungen stützen, und ich richte meine Kritik mehr an die Wissenschaft oder die Wissenschaften, die Corona-Wissenschaft, als jetzt unbedingt an die Politik, wo jemand, der Insiderwissen hat, das jetzt einmal ausgeführt hat. So, und dann haben wir noch die Evaluation. Das heißt, hat die Maßnahme gewirkt oder nicht? Hat der Lockdown zu einer Reduktion der Inzidenz geführt? Ja oder nein? Oder wie oder was? Wie wird das begründet? Also zwischen Koinzidenz und Kausalität, das ist ein epistemologisches Problem. Und das wird also einfach auch sozusagen weggewischt. Und gerade die REF ist nicht in der Lage, hier eine gute Indikation geben, weil die REF eben, was, irgendwo habe ich das, das ist wirklich die allerletzte Folie. Also hier, Sie sehen ja hier diese, das ist jetzt ein bisschen, das ist nicht gefaked, sondern das ist abstrahiert, ja? Also aus den vielen, vielen, vielen Statistiken bezogen auf diesen März 2020. Da war ja alles noch sauber und da waren ja alle naiv und da waren alle gutgläubig. Das war der benevolente Paternalismus, ja? Wie man das fachlich soziologisch bezeichnet. So, und da haben wir also diese Kurve, die ein Maximum am 16.03. hat. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut im Prinzip gesagt, ja, hier ist die REF, also das ist diese blaue oder graue Kurve. Ja? Und die geht komischerweise, bevor ein bundesweites Kontaktverbot, also so ein richtiger Lockdown hoch 3 war, ja, am 23.03., da ist die REF schon unten, also bei der Zahl 1. Also REF heißt eine effektive Reproduktionszahl, heißt ein Infizierter infiziert wie viele? 1, 2 oder 3? Und 3,5 oder sowas war das Höchste, was da war. Also die REF geht schon runter, bevor überhaupt das Inzidenzmaximum da ist. Ja? Und jetzt würde aber die REF auch so diskutiert, dass man sagt, wenn die REF 2,5 ist, das muss in die Verfassung, in der Landesverfassung hineinschreiben und dann muss der Lockdown durchgezogen werden. Das haben auch einige Politiker gemacht, aber die Wissenschaftler, die das vorgeschlagen haben, grüß Gott, wo bleibt der Ethos der Wissenschaft? Wo bleibt der Ethos der Quantifizierung? Wo man dann sagen muss, hallo, unsere Zahlen sind gut. Klar, die Mathematik ist noch besser, aber im Prinzip ist es Pudding an die Wand nageln. Ja? Und auf solchen Entscheidungsbasis ist wirklich eine Katastrophe. Und Herr Spahn hat dann, so schreibt ihm Herr Schrappi in dem Fall, das ist eine sehr kritische Gruppe, aber hochkompetent in Deutschland, der hat dann am 17.04. irgendwie gesagt, ja, also es ist sozusagen alles in Ordnung. Ja? Aber eigentlich sind diese Kurven, die müssten in ihrer Indikatorqualität diskutiert werden und als Steuerungsparameter diskutiert werden. Wenigstens in der Fachwelt, kannst du aber nicht sagen. Der Herr Küchenhof ist Lehrstuhl für Statistik an der riesigen Universität LMU. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut im Herbst, Oktober 2023, auch so eine Aufarbeitung gemacht und haben dann gesagt, naja, also das stimmt schon, das kann nicht sein, dass die REF vorher heruntergeht, bevor die harten Maßnahmen waren. Und dann hat man gesagt, naja, es waren ja die Großveranstaltungen, waren am 9.3. schon verboten. Aber am 11. ist schon die Kurve, auf der anderen Seite geht die Kurve schon wieder runter. Auf der anderen Seite sagt man, es braucht ungefähr 7 Tage von der Infektion bis zur Manifestation oder bis das überhaupt technisch nachweisbar ist. Technisch, ja. So, also das war dann schon irgendwie blöd. Dann haben die gesagt, ja, das ist die kohärente Erklärung. Die REF geht deswegen schon vor dem harten Lockdown herunter, weil die Ankündigung des Lockdowns bereits die Verhaltensänderung erzeugt hat. Das ist die offizielle. Da hat es dann wieder einen Sturm von Leuten gegeben, kann ich Ihnen auch alles zeigen. Es ist, wo Statistik und so weiter gesagt, das ist ein völliger Wahnsinn, was da hier läuft. Ja? Aber das vom Robert-Koch-Institut. Und der Herr Wieler hat dann das Bundesverdienstkreuz gekriegt und so weiter. Und dann diese MyLab, also diese Wissenschaftskommunikatorin in Deutschland, die da so Influencerin ist und so weiter, und Biochemikerin angeblich oder Chemikerin, was der Teufel was, hat auch ein Bundesverdienstkreuz gekriegt, weil sie das so schön verständlich mitgemacht hat, dass die Sternstunde der Wissenschaft eben war, dass die Impfung endlich gefunden worden ist. Ja? Nichts gegen die Impfung, nichts auch gegen diese Impfung. Aber man muss jetzt schon ein bisschen schauen, Pro- und Kontradiskussion. Kritischen Rationalismus, alles vergessen. Papa ist tot lange schon. Ja? Also das nur so als kleines Beispiel, wo man eigentlich auch, wo die Wissenschaft selber darüber nachdenken muss, macht sie da Valides, also
gültiges, mit ökologischer Validität, das heißt, dass es wirklich feldrelevant ist, also wie man das so schön sagt, und nicht nur laborrelevant ist, was immer. Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Schlusspunkt gefunden, oder? Weil wir sind jetzt schon 2 Stunden aufmerksam und haben zugehört. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Applaus